Ja, hallo, pass auf, wer. Ich muss jetzt gerade so ein paar isländische Namen aussprechen und will die nicht so beschissen aussprechen wie sonst immer. Das Pferd heißt. Ja, aber. Ja, macht der. Ja, nee, war am Telefon. Also der heißt Harry, nee, der heißt, mit Vorname heißt der Herkules, da krieg ich noch hin. Und dann der Nachname ist Harry Saholi. Kennst du das? Harry Saholi. Okay, das habe ich hinbekommen. Der Vater ist Ori, also Ori Fapufu, richtig? Wie? Ah ja, also habe ich doch gesagt, beinahe. Also Ori Fathuru, ja? War das gut so? Okay. Und die Mutter ist eine Tochter von Ofurge Verflügelmeri. War auch richtig? Alles klar, dann danke ich dir. Tschüss. So haben wir dieses Problem mit Hilfe von Bea Berg einigermaßen in den Griff bekommen, aber auch nur einigermaßen. Also, der Herkules ist ein Orison seit einigen Jahren hier in Deutschland. Kein Sommerekzem, sieht hervorragend schön aus. Und ja, super Abstammung. Vater Ori, Vater der Mutter, Ofelgür Frau Flügermeri, der auch bekannt ist für ganz extrem viele gute Pferde. Er ist 7 Jahre alt, ein, wie man sieht, extrem schön gebauter, sehr stabiler, extrem sympathisches Pferd. Sehr leicht zu reiten. Er ist vielleicht nicht so der typische Sport-Fünfgänger mit der Riesenbewegung, aber trotzdem sehr schöne Bewegungen. Ganz toll zu reiten, hat er wie ganz viel unter sich. Sehr kraftvoll, sehr viel leicht zu reiten, der Tölt. Ja, und ein ganz interessantes Pferd für, nicht in erster Linie für den Sportreiter, aber interessantes Pferd für den, logischerweise den Züchter, der diese super isländische Zuchtlinien gerne in seiner Zucht haben möchte. Und für den Reiter, was ja dieselbe Person sein kann, der einfach ein tolles Pferd haben will, um damit zu reiten. Einen großen, einen sehr starken Isländer, der schön, nett und freundlich zu reiten ist, von jedermann leicht zu tölten ist, ganz ausgeglichen, guten Charakter hat, dabei auf gar keinen Fall faul ist oder irgend sowas. Und ja, im Gelände insbesondere sehr schön und leicht, nur so im Tölt daherläuft. Gut, wollen wir mal gucken, ob es stimmt, was ich gesagt habe. Wollte ihn gerade so direkt mit einer Hand laufen lassen. Hat dann nicht ganz so gut geklappt, aber egal, jetzt läuft er ja sehr schön. Ja, das ist so das, was ich eben gesagt habe. Man setzt sich drauf und er sprudelt einfach, läuft so sehr leicht unter einem heraus. Kraftvoll, sehr angenehm, leicht zu reiten. Gut vorwärts. Sehr angenehm zu sitzen. Ja, und auch für ältere Herren, ungeübtere Reiter, ganz wunderschön zu reiten. Und natürlich auch wettbewerbsmäßig wäre er auch nicht der Letzte, das ist keine Frage. Nur das ist nicht so sein Hauptpunkt. Meine ich auf jeden Fall. Wenn wir gleich auch noch andere gute Gangarten sehen werden. Wie zum Beispiel der Trab. Trab ist sehr weit, sehr kraftvoll. Nicht so ganz bequem zu reiten bei den großen Bewegungen.
im Tölt wie im Trab immer in guter Haltung. Andreas, machst du nachher mal das Band auf, bitte. Saubere Galoppade, recht gut gesprungen, gut bergauf, guter Ausdruck dabei. Immer sicher und gut zu handeln. Aus dem Galopp heraus im nächsten Moment direkt einen guten, weiten, raumgreifenden, sehr taktklaren Schritt. Man sitzt sehr komfortabel auf dem Pferd. Er hat ja so ein bisschen tiefen Rücken, was natürlich fürs Reiten sehr angenehm ist, um da sehr bequem und richtig im Pferd zu sitzen. Wir gehen bei Kabel Mikrofon abhanden. Aber auch das stört ihn, glaube ich, hoffentlich nicht. Alles klar. Ja, war ein ganz guter Test zu sehen, wie er zwar weiter fleißig vorwärts geht, aber doch sehr, sehr normal, sehr klar im Kopf ist. Auch schön zu sehen, wie stark, wie kraftvoll dieser Schritt hier zugetreten wird von ihm. Pass haben wir jetzt in letzter Zeit nahezu gar nicht mit ihm gemacht. Es ist auch nicht so ganz einfach mit ihm, den Pass herauszureiten. Er hat Rennpass, aber es ist nicht so leicht, dass man einfach ihn legt und er läuft dann raus. Man muss so ein bisschen schon dran machen können. Und daher haben wir jetzt in letzter Zeit mal nur vorwiegend auf Tölt ihn geritten und Takt und Haltung bearbeitet und den Pass eigentlich mal gelassen. Und jetzt schaue ich mal. Also nochmal, in den ganzen letzten Wochen keinen Pass mehr, auch jetzt hier kurz vor den Aufnahmen in den letzten Tagen, das nicht probiert zu machen und wollen wir mal schauen, wie es gelingt. Na, das gelingt leider nicht. Kann auch sein, dass er ein bisschen zu schwer vorne ist, um zum Liegen zu kommen. Jetzt hat er gar nicht gewusst, was er machen sollte. Ja, gehen wir die ganze Sache nochmal in Ruhe an. Mit Sicherheit werde ich jetzt beim nächsten Mal nicht aus dem Galopp heraus versuchen zu legen, sondern mal schauen, ob ich es im Tölt heraus kommen lassen kann. Vielleicht kann ich beim Hochreiten schon mal so ein bisschen antesten. Ah, wunderbar, das war ja nun weit mehr wie antesten. Das war ja eigentlich schon sehr gut. Und ich glaube, ich will es auch damit belassen. Denn ich denke nicht, dass er jetzt noch mal besser den Pass zeigt. Dann hat er es jetzt gerade gut gemacht. Man hat gesehen, dass ich schon ganz gut arbeiten musste da oben drauf. Mit Sicherheit kein Rennpasser, der so leicht zu reiten ist für Reiter mit weniger Routine. Aber interessant ist einfach nur zu sehen, dass er eine gute Passveranlagung hat. Und ja, bestimmt schön nochmal zu sehen, wie er jetzt hier im Tölt herkommt.
Und wenn ein Pferd dann, so wie er, den Pass, so wie gerade eben, gut gezeigt hat, dann soll man es auch eher dabei belassen, als dann es noch dreimal mehr zu probieren. Und der Pass war ja auch gerade auch an der hinteren Strecke. Ich weiß nicht, wie gut das dann auf dem Film zu sehen ist. Aber gerade im hinteren Bereich war er ja auch nochmal recht schön und gut gewesen. Okay. Herkules, Frau Herisalur, Sohn von Orifrothufu, aus einer Tochter von Ofergir von Flügermeri. Ich meine, ich muss jetzt ein Lob bekommen, wie gut ich den Namen ausgesprochen habe. Dankeschön.